Hallo, hier ist der El Salvador. Ich bin in Kiel und das ist mein Tour. Nein, wir sind in Dortmund. Und das ist auch mein Tourtagebuch für Dortmund. Westfalenhalle. MPS-Jubiläum. Gysis Geburtstag. 56, ne? Glaube ich. Ja. Alles Gute nochmal an den Herrn Hiller von mir an dieser Stelle. Und ich muss sagen, ja, das war ein sehr bewegender Abend. Wir haben viele besondere Momente gehabt. Ja, unser Till Promille hat vor einem Jahr seinen ersten Mittelalterauftritt gehabt. Hier in der Westfalenhalle. Unser Jean hat seinen ersten Auftritt, soweit er sich halt noch erinnern kann nach seinem Dilemma. Und ich muss sagen, es war doch sehr gut. Ja, wir hatten schon ganz andere Saisonauftakte. Also natürlich vor meiner Zeit, ja. Seit ich dabei bin, läuft das sowieso alles immer top. Ich sag jetzt nicht, was das war. Aber es hat sich gerade in meine Netzhaut gebrannt. Danke, Luzi, das L. Ja, ihr wollt nicht wissen, was ich da gerade gesehen habe. Ich selber hatte auch noch etwas Angst und Bange um mein neues Instrument, weil ich habe jetzt eine neue Spielpfeife gebaut und die habe ich zum ersten Mal getestet und muss sagen, super geil. Kaufen, kaufen, kaufen. Ansonsten ist wie immer alles beim Alten. Ja, der macht nämlich viel Verwaltung bei uns, was Finanzen angeht. Und der Alte hat sich natürlich auch darum gekümmert, dass wir neue Merch-Artikel haben, wie zum Beispiel unseren Comic, der jetzt auch bei Amazon erhältlich ist übrigens. Und wir haben neue T-Shirts, nämlich mit einem sehr coolen Miezekätzchen vorne drauf. Und auch da gilt für euch, kaufen, kaufen, kaufen. Ja, das gibt es bei uns jetzt auch im Online-Shop. Und wir sind gespannt, was die Saison noch bringt. Also wir werden auch weiterhin jetzt proben vor den nächsten Märkten. Und da gibt es auch eventuell neue Songs, neue alte Songs. Das wird spannend. Also seid auf jeden Fall dabei auf den Mittelaltermärkten. So, und nun mache ich mich fertig, um noch so zwei Stündchen zu schlafen und dann geht's wieder heim nach Karlsruhe. Und in diesem Sinn eine schöne WM wünsche ich euch dann. Ist es dieses Jahr oder nächstes Jahr? Dieses Jahr, genau, ja, steht an. Ne? Ja, wie hat Dortmund eigentlich heute gespielt? Weiß ja auch nicht. Ne? Ja, war aber bestimmt schön. Ja, in diesem Sinn gebe ich zurück ins Studio und einen schönen Abend. Bis dann, euer Elsie.